Hallo und herzlich willkommen. Ich möchte in dem kleinen Video einen kleinen Einblick in die Wenn-Funktion in Microsoft Excel geben. Die Wenn-Funktion, was ist das Grundprinzip? Das Grundprinzip ist, dass wir in einer Zelle beobachten, was dort drin steht, welcher Wert dort eingetragen ist und dass wir in einer anderen Zelle darauf reagieren möchten. Also beispielsweise, wenn ich hier in der Zelle C5 einen Wert 2 beobachte, dann möchte ich in der Lage sein, in einer anderen Zelle zu sagen, der Wert ist jetzt 2. Ich möchte noch einen Text eintragen. Oder ich möchte vielleicht, wenn ein bestimmter Wert vorliegt, eine andere Zahl dadurch eintragen. Und wenn in der Zelle C6 jetzt vielleicht ein kleinerer Wert vorliegt, dann soll hier auch ein kleinerer Wert vorliegen. Und es soll bestimmte Regeln geben können, nach denen diese Werte in der jeweils zweiten Zelle eingetragen werden. So viel zur kleinen Einleitung in die Wenn-Funktion. Und jetzt schauen wir uns mal an, was es für verschiedene Möglichkeiten gibt, mit der Wenn-Funktion zu arbeiten und wie die Wenn-Funktion aufgebaut ist. Als erstes kleines Beispiel zeige ich, wie man den Wert einer Zelle beobachten kann auf ganz einfache Weise. Und ich habe hier dazu die Wenn-Funktion genutzt, um auf eine Zelle zu schauen. Es geht hier um die Zelle A1. Und in diesem Fall formuliere ich, wenn in der Zelle A1 etwas vorhanden ist, dann möchte ich in der Zelle, wo diese Funktion steht, also das ist hier die Zelle C1, in dieser Zelle C1 möchte ich dann ein Ja eintragen. Die Zeichenkette JA möchte ich dann eintragen. Das ist dieser erste Bereich hier zwischen den Semikolons. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn also in A1 nichts eingetragen ist, dann möchte ich hier ein Nein eintragen in dieser Zelle C1. Ich kann mir das Ganze auch nochmal in der Detaildarstellung anschauen und auch schon einen Einblick auf das Ergebnis bekommen. Ich habe nämlich hier nochmal detailliert ausgeführt, was ist in dem ersten Bereich einzugeben. Das ist der sogenannte Wahrheitstest. Dort muss ich eine logische Funktion einfügen oder einen Wahrheitswert einfügen, der sich vielleicht entweder direkt ergibt oder der aus einer anderen Funktion kommt und der dann die weitere Aktion bestimmt. Und hier sehen wir, was als weitere Aktion bestimmt werden soll. Wenn nämlich der Wert wahr ist, oder wenn etwas vorhanden ist, oder wenn es größer als 0 ist, dann möchte ich hier eine bestimmte Aktion ausführen. Und hier habe ich mich dafür entschieden, dass ich das Ja eintrage, wenn das so ist. Wenn das nicht so ist, wenn falsch eintritt oder wenn 0 eintritt, dann möchte ich ein Nein eintragen. Drücke auf OK, um die Funktion wirksam werden zu lassen und da wird mir hier als erstes ein Nein eingetragen. Warum? Weil kein Wert in A1 vorhanden ist. Kein Wert größer 0 in A1 vorhanden ist. Wenn ich jetzt in A1 einen Wert eintrage, zum Beispiel eine 4, dann ändert sich in C1 auch der Wert, es wird ein Ja eingetragen. Wenn also in A1 etwas vorhanden ist, dann ein Ja eintragen. Wenn ich jetzt eine 0 eintrage, dann entspricht diese 0 dem Wahrheitswert falsch. Das äußert sich dann darin, dass die Wenn-Funktion hier automatisch ein Nein einträgt. Wert ist 0, also wird hier ein Nein eingetragen. Also ich kann im einfachsten Fall hier die Zellwerte beobachten und hier beobachten, ob ein Wert größer 0 eingetragen ist. Zweite Möglichkeit. Ich kann eine Wenn-Funktion aufbauen und auf einen bestimmten Zeichenwert in einer anderen Zelle schauen. Hier geht es jetzt um die Zelle A3. Und ich möchte prüfen, ob in A3 der Buchstabe das kleine a vorhanden ist. Also ob dort
genau das kleine a eingetragen ist. Wenn das so ist, dann schreibe ich hier in dem zweiten Bereich, also zwischen den beiden Semikolons, auf der Wert ist a. Wenn das nicht vorhanden ist, dann kein a. So, mit Enter bestätige ich, dass ich diese Funktion hier wirksam lassen werden möchte. Und das Ergebnis wird mir auch angegeben. Es ist also kein a vorhanden. Das ist ja offensichtlich, denn in A3 ist tatsächlich auch nichts eingetragen. Wenn ich jetzt hier ein a eintrage und das mit Enter bestätige, dann wird tatsächlich auch hier der Text, der Wert ist a, ausgegeben von der Wenn-Funktion. Die Wenn-Funktion schaut also auf A3, stellt fest, dort ist ein a enthalten, dort ist genau der Wert a enthalten und legt dementsprechend den Wert in C3 fest, der Wert ist a. So, jetzt könnte ich noch ein AA eintragen. Was würde passieren? Es ist nicht nur ein A, sondern es sind zwei A's. Und das ist nicht gleich A. Und deswegen wird hier mir angegeben, kein A. Ich könnte beliebige andere Buchstaben oder Zahlen angeben. Und es wird das entsprechende erwartete Ergebnis auch ausgegeben. Also ich kann mit der Wenn-Funktion im zweiten Fall auch hier Zeichenketten beobachten auf einer bestimmten Zelle und dann dementsprechend hier Ausgaben machen. Und in dem Fall habe ich jetzt hier wieder Zeichenketten ausgegeben, also der Wert ist A oder kein A. Dritte Möglichkeit. Ich beobachte die Zelle A5 und ich beobachte dort, ob der Wert gleich 5 ist. Also ich möchte den Wahrheitswert wahr dann erzeugen, wenn in der Zelle A5 eine 5 eingetragen ist. Und dann möchte ich in der Zelle C5, also dort, wo ich gerade mit der Formel mich befinde, den Wert 5 mal 10, also 50 eintragen. Wenn das nicht der Fall ist, dann möchte ich eine 100 eintragen. Also wenn ich irgendetwas anderes als eine 5 dort in der Zelle A5 stehen habe, dann wird eine 100 eingetragen. Sie sehen an der Stelle schon, dass man jetzt nicht nur Zeichenketten eintragen kann, sondern dass man auch Werte eintragen kann, Zahlenwerte, und dass man auch Funktionen anwenden kann in dem, was als Aktion passieren soll. Wir gehen nochmal hier in die Funktionsdarstellung, um es einfacher zu sehen. 5 gleich 5 ist unsere Bedingung, unser Wahrheitstest. Wenn das gegeben ist, dann möchte ich 5 mal 10 eintragen und wenn das nicht gegeben ist, eine 100 eintragen. Und Sie sehen hier für diesen Wert schon die Vorschau auf das Ergebnis. Ich habe hier nichts eingetragen in der Zelle A5, also habe ich hier ein Falsch als Ergebnis meines Wahrheitstests. Und wenn falsch, dann würde ich hier die 100 ausgeben. Das wird hier also auch als Ergebnis vorhergesehen. Ich drücke OK und bekomme genau diese 100 eingetragen. Jetzt kann ich hier zum Test eine 5 eintragen und es wird mir die 50 hier eingetragen. 5 mal 10 wird mir als Wert eingetragen. Ich kann eine 4 eintragen, da wird wieder die 100 zu sehen sein, auch bei einer 6. Und dementsprechend arbeitet also hier die Wenn-Funktion und prüft hier den Wert in A5, ob der gleich 5 ist. Jetzt zur vierten Möglichkeit als Beispiel. Ich beobachte die Zelle A7 und möchte jetzt ein kleines bisschen andere logische Funktion hier einbringen. Ich möchte nämlich fragen, ob A7 größer oder gleich 10 ist. Also der Wahrheitswert besteht darin, dass ich prüfe, ist A7 größer gleich 10? Wenn das der Fall ist, dann ist die Aussage wahr, der Wahrheitstest wahr. Und dann würde ich hier in den zweiten Abschnitt gehen und eine 2 ausgeben. Wenn es nicht der Fall ist, dann würde ich eine 0 ausgeben. Ich bestätige das mit Enter und bekomme hier, weil in der Zelle A7 tatsächlich nichts vorhanden ist, erstmal eine 0 ausgegeben. Wenn ich jetzt hier eine 3 eintrage, bleibt es immer noch bei 0, denn wir haben hier die Bedingung A7 größer gleich 10.
Das ist jetzt noch nicht gegeben mit der 3. Ich müsste erst die 10 eintragen, sodass hier die Bedingung wahr wird und dass damit auch die 2 eingetragen ist, die als Aktion hier festgelegt ist. Also wenn A7 größer gleich 10, dann eine 2. Wenn ich eine 20 eintrage, dann wird die 2 bleiben, denn A7 ist nach wie vor größer gleich 10. Und im letzten Beispiel möchte ich Ihnen noch eine Verschachtelung von Wenn-Funktionen vorstellen. Eine Verschachtelung hier, die auf die Zelle A9 schaut. Und ich schaue in dieser ersten, in diesem ersten Bereich der Wenn-Funktion auf A9 und prüfe, ob es größer gleich 20 ist. Wenn ein Wert größer gleich 20 vorliegt, dann möchte ich ja als Text ausgeben, größer gleich 20. Genauso wie ich hier den Text ausgebe, kann ich vielleicht auch eine Zahl ausgeben in der Zelle. Sie hatten das in den vorherigen Beispielen gesehen. Wenn also A9 größer gleich 20, dann gebe ich das hier auch als Text aus. Wenn das nicht der Fall ist, wenn A9 also kleiner als 20 ist, dann gehe ich hier in diesen Bereich. Dann prüfe ich mit einer Wenn-Funktion erneut. Ich habe also jetzt eine Zahl kleiner als 20 vorliegen und ich prüfe erneut auf A9. Und ich prüfe, ob A9 größer gleich 10 ist. Wenn ich jetzt prüfe, ob A9 größer gleich 10 ist, nachdem ich festgestellt habe, A9 ist kleiner als 20, dann befinde ich mich also, wenn diese Aussage wahr ist, in einem Zahlenbereich von größer gleich 10 bis kleiner als 20. Dann ist A9 also mindestens 10, aber höchstens 19,9 Periode 9. 20 darf es schon nicht sein, denn wenn es 20 wäre, dann würde ich ja hier ausgeben, größer gleich 20. Wenn es 19 ist, dann erkenne ich das und ordne das hier in diesem Bereich ein. A9 größer gleich 10. Und wenn das der Fall ist, also wenn der Wert zwischen 10 und kleiner 20 liegt, dann gebe ich ja diesen Text aus, größer gleich 10 und kleiner 20. Falls das nicht der Fall ist, falls A9 also nicht größer gleich 10 ist, sondern kleiner als 10, dann gebe ich ja diesen Text aus, kleiner 10. Auch wenn nichts vorhanden ist, würde ich dann diesen Text ausgeben. Ich bestätige das mit Enter und bekomme hier dieses kleiner als 10 angegeben. Ich kann jetzt eine Zahl eintragen, 1 ist kleiner als 10, auch die 9 ist kleiner als 10. Wenn ich 10 eingebe, dann gerate ich in den zweiten Bereich, also größer gleich 10 und kleiner 20. Was ist jetzt passiert? Hier am Beispiel, wir schauen es uns an. Ich habe die erste Bedingung geprüft, wenn A9 größer gleich 20, die ist fehlgeschlagen. Also habe ich nicht größer gleich 20 ausgegeben, sondern ich bin in die zweite Wenn-Funktion hineingegangen. Excel ist in die zweite Wenn-Funktion hineingegangen und hat geprüft, ist A9 größer gleich 10. Das ist tatsächlich der Fall und deswegen wurde hier in der Zelle größer gleich 10 und kleiner 20 ausgegeben. Also, erste Wenn-Funktion, A9 kleiner als 20, deswegen hier nicht das ausgeben, sondern zweite Wenn-Funktion anwenden. A9 ist größer gleich 10, das trifft zu, also hier diese Zeichenkette ausgeben. Größer gleich 10 und kleiner 20. Jetzt könnte ich hier einen 19 eingeben. Genau das gleiche wird auch ausgegeben werden. Und ich könnte auch eine 20 eingeben. Dann wird größer gleich 20 ausgegeben. Warum? Wir schauen uns am Beispiel der Wenn-Funktion an. Wir gehen rein in die Zelle A9 und prüfen größer gleich 20. Ja. Wir haben in der Zelle A9 einen Wert größer oder gleich 20 vorliegen. Also geben wir diese Zeichenkette aus.
Diese zweite Wenn-Funktion wird dann nicht ausgeführt, wird nicht beachtet, weil wir gar nicht in diesen Bereich kommen, denn wir geben ja schon nur diese Zeichenkette aus. Funktion ist damit bewertet, Ausgabe ist getätigt und wir bekommen dementsprechend die Zeichenkette größer gleich 20. Sie können die Wenn-Funktion in beliebiger Verschachtelung verwenden, sodass Sie auch komplexe Sachverhalte hier abbilden können. Und Sie können auch beliebig verschachteln mit anderen Funktionen, die als Aktion durchgeführt werden soll, wenn eine bestimmte Bedingung eintritt.